Ludoki, spielend erfolgreich, ist unser Claim und gleichzeitig unser Versprechen an Sie. Der 7. Ludoki Herbstkongress steht unter dem Motto Inspiration. Inspiration braucht Raum und einen schönen Ort. Und einer dieser schönen Orte ist das Schloss Marbach am wunderschönen Bodensee. Dort treffen sich einmal im Jahr alle unsere Trainer, unser Ludoki-Netzwerk. Unser Ludoki-Netzwerk setzt sich aus Experten unterschiedlicher Bereiche zusammen. Und diese Experten sind alle glaubhafte Vorbilder für die Themen, für die sie stehen. Die Qualitätsstandards, die wir an dieses Netzwerk haben, bestimmt die Qualität der Ergebnisse, die Sie verdienen, wenn Sie unser Netzwerk buchen. Um für Sie noch mehr Wirkung entfalten zu können, haben wir ein paar ganz besondere Punkte für unser Netzwerk, für unsere Trainer vorbereitet. Wir haben uns damit beschäftigt, wie Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln miteinander wirkt. Wir haben uns angeschaut, wie Sprache hier funktioniert und haben einen neuen Kooperationspartner gewinnen können. Presire. Presire analysiert Sprache auf ihre Wirkung in unterschiedlichen Kontexten. Im Bereich Führung, im Bereich Verkaufen oder im Bereich Gespräche mit Kunden, Kundenberatung. Das heißt, was das System kann, kann es besser als der Mensch. Das ist eindeutig. Hier können wir entdecken, was sind die großen und kleinen Stärken und können an den kleinen Stärken so schrauben über einfache Maßnahmen, damit wir noch wirkungsvoller werden. Wir haben ein neues Thema mit auf die Agenda genommen, Ludoki Projects. Für alle Menschen, die Projekte erfolgreich realisieren und umsetzen dürfen. Wir haben Ludoki Sales auf Level 3 gebracht. Hier sprechen wir über Sinneskanäle. Wie kann uns gelingen, Kunden so anzusprechen in ihrem präferierten Sinneskanal, um hier eine Sogwirkung zu erzeugen und das Verkaufen leichter und angenehmer zu machen. Dieses Jahr haben wir Carsten Starnberger aus unserem Netzwerk eingeladen, einen Vortrag zum Thema Zeitwert zu halten. Weil die Fragen uns genau da berühren, in dieser ganz tiefen Angst vor unserer eigenen Endlichkeit. Wenn man das Thema Inspiration ernst nimmt, weiß man, dass Inspiration nur von innen herauskommen kann. Das hat ganz viel mit unserem Warum zu tun. Und wir nutzen unsere Herbstkongresse dafür, dass jeder Trainer mal reflektiert und prüft, bin ich in meinem Warum? Verbringe ich meine Zeit mit den Dingen, die mich inspirieren und wodurch ich Inspiration senden kann, damit Ihre Teilnehmer in den Seminaren eine Inspiration bekommen, die sie wachsen lässt und die Großes ermöglicht. Weil wir über das Thema Inspiration und Wirkung sprechen, haben wir Jens den Denker eingeladen. Warum haben wir das gemacht? Alle unsere Trainer sind glaubhafte Vorbilder. Wir sind überzeugt, dass Jens der Denker ein glaubhaftes Vorbild für Inspiration ist. Weil wenn man sich die Lebensgeschichte von Jens anschaut, dann ja, hatte er einen schweren Start. Und dann gab es in seinem Leben einen Moment, wo er eine Inspiration bekommen hat. Und heute hält er 4 Weltrekorde als Gedächtniskünstler. Und das war inspirierend für uns, zu sagen, was möglich wird, wenn jemand seiner Inspiration folgt und eine Inspiration bekommt, die nachhaltig wirkt. Und da Inspiration auch eine Handlung braucht, laden wir Sie ganz herzlich dazu ein, Kontakt mit uns aufzunehmen und herauszufinden, was mit solch einer Inspiration in Ihrem Unternehmen möglich sein kann. Wir freuen uns drauf.